Freunde des europäischen Parfümgeschmacks, Freunde, welcome back auf Ann Jungle Fash. Und heute schauen wir uns zusammen ein Video an vom guten Bachelor Baby. Denn der gute Mann hat ein Parfümvideo hochgeladen. Also es wurde mir zugeschickt von einem Zuschauer von uns. Und es geht heute um die krassesten Parfümdüfte diesen Sommer. Und man sieht auf jeden Fall im Thumbnail Imagination, Pacific Chill, alles mögliche. Deswegen gehen wir rein. Bevor irgendjemand sagt, du wirst bezahlt von Louis Vuitton, damit du sagst, ihr Parfüm ist tough, damit die mehr verkaufen. Also Freunde, ich kann euch ja an der Stelle auch sagen, so Brands wie Louis Vuitton, die bezahlen generell nicht bei so Themen. Also es gibt zwar, ich kenne selber ein paar Influencer auf der ganzen Welt, die sind zum Beispiel bei Christian Dior in der Parfümlinie vertreten. Also die repräsentieren einen Duft. Tony Marfut, grüß gehen raus von Tony. Der ist das Gesicht vom Dior Gris. Da ist ja dieses Testimonial von diesem Duft. Und deswegen, ich glaube nicht, dass Bachelor Baby das Testimonial von LV-Düften ist. Denkst du wirklich, Louis Vuitton bezahlt Bachelor Baby für eine Promo, bro? Ich wünschte, ich würde jetzt Fake Reaction machen, okay? Wenn der Shit nach R riecht, dann riecht es nach R. Wenn der Shit nach Blumen riecht, dann kriege ich auch einen Boner on stream. Alles gut? Ich habe hier ganz viel bekommen, okay? Mehr als bestellt. Ich habe ganz viele Sommerparfüms geholt. Also wenn ich kurz bevor der gute Mann seinen Tipp gibt oder seine Empfehlungen, ich sage, der beste Sommerduft dieses Jahr für so junge Männer ist der Xerjoff Uden Overdose. Das ist der krasseste Sommerduft. Ich finde ihn so unglaublich behindert krass. Also das ist so meine Empfehlung. Und sonst finde ich, wer es gern anders gern, also wer es ein bisschen anders mag, ist Louis Vuitton Imagination ein guter Call. Also für so Leute, die, sagen wir, einfach einen guten Allrounder möchten. Sonst müsste ich auch noch überlegen, ich habe so viele Düfte zu Hause, aber... Ich fange erstmal mit denen, die klein, die wenig drin haben, weil... Ist so für mich logisch so. Okay, okay, erstmal Vakuum verpackt. Tiki-Taka, ich beschmiere mich mit Kaka. Tja, dann wir beste... Oh, das ist das teuerste Parfüm-Chat. Louis Vuitton. Das ist kein Sommerduft. Pur Oud. Wie die jetzt sagen, das ist kein Sommerduft. Parfüm. Louis Vuitton Pur Oud. Der Shit kostet, sage und schreibe, das kannst du gar nicht mal kaufen. Wo kann man das kaufen? Products, das kann man nicht kaufen. Price. Woher haben die Scheiße? Das kann man nicht mal kaufen. 1500 Euro. Ja, das ist kein Sommerduft. Das ist wie Seite von einem Sommerduft. 1500 Euro. Ey, das Ass für Sommer, Bro. Ja, aber das ist halt einfach so Geschenk. Davon habe ich jetzt ein Milliliter. Chat, sollen wir das zuerst prüfen? Boah, es hat einen sehr starken Oud. Okay, Chat. Pur Oud. Teuerste Parfüm der Welt. Okay, okay, okay. Sprüht. Oh mein Gott, wie es riecht. Warum stinkt es? Es stinkt. Ja, es riecht ein bisschen animalisch. Ich hatte auch schon in der Nase. Der riecht ein bisschen, sagen wir, also für Leute wie Bachelor, die es nicht so viel mit der Parfüm am Hut haben, so animalische Düfte oder Oud-Düfte, so richtige Oud-Düfte, die riechen halt schon sehr eigen, sehr streng. Muss man sich schon daran gewöhnen. Also ich mag die, ich finde die krass, weil die riechen halt wirklich so, die riechen halt wirklich halt anders und halt so, ich kann es nicht beschreiben, animalisch halt. Und wie stinkt das nach Kaka? Ja, oder auch so kann man es beschreiben. Lass einwirken, okay, ich leg das mal zur Seite. Also auch generell, ich finde, das Problem ist halt, er testet jetzt all die Düfte und man sollte so Düfte eigentlich immer auf der Haut testen. Also auf Bachelors Haut werden ein paar Düfte krasser kommen als auf Papier, weil Papier ist jetzt nicht so gut zum Ding eigentlich raustesten. Okay, ich leg das hier. So, boom. Dann... Am besten, er hätte so ein paar nackte Chayes in so Bikinis und würde es auf sie drauf spritzen. Das wäre so, eigentlich zu seinem Content würde es am meisten Sinn machen. Weiter geht's mit diesen drei hier. Auf Ernst? Chat, ich mach keinen Spaß, das riecht richtig. Also, ich check so. Also, nein, ich check nicht, der Shit riecht Ass! Na, würde ich blind 1500 Euro für ein Parfüm ausgeben, der würde so riechen, ich würde verrückte Sachen machen. Kann nicht sein, dass Kacke riecht. Keine Ahnung, Chat, das riecht Kacke. Ja, da lernt man einfach, also das auch vor allem für die Leute, die sagen, wir noch nicht so viel Ahnung haben von Parfüm. Preis relativiert nicht immer, dass ein Duft ultra krass ist. Es gibt ultra, ultra seltene Düfte. Die haben Inhaltsstoffe, die sind sehr, sehr schwierig zu bekommen. Sagen wir eben, sehr seltenes Oud. Oder auch Safran-Düfte sind generell, also Safran ist als Öl sehr teuer, weil Safran an sich auch ein teurer Stoff ist. Ist auch, glaube ich, teurer als Gold. Und deswegen, man darf das nicht immer in Relation stellen. Teurer Duft, geiler Duft. Je teurer, desto geiler. Wir haben hier folgendermaßen, wir haben hier sogar viel drin. 3 Milliliter Aqua di Parma.
Oh, der Duft hält 3 Minuten. Bergamotto di Cala. Also no joke, ist ein schöner Duft, aber der hält 3,5 Minuten. Aber ja, so. Also du spritzt ihn drauf, fühlst dich geil, läufst zum Haus, riechst nach gar nichts mehr. Boah, das ist so krass. Ey, ich werd richtig corny klingen, wenn ich jetzt sag, nach was es riecht. Wie nennen wir eigentlich seine Frisur? Ich check das nicht ganz. Ist das so ein Taper Fade Edgar? Oder ich check nicht ganz, weil der hat ja seine Babyhaare hier vorne so gerade geschnitten und vorne eine Dauerwelle. Kann mich da irgendjemand aufklären? Das wundert mich wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Weil ich bin nicht dieser Nasenmensch so auf den, aber ich kann es versuchen. Auf jeden Fall, es riecht nach Sommer. So freshes Parfüm, was du im Sommer trägst. Und das riecht so zitrig, Zitronen. Ja, es ist eigentlich ein klassischer, schöner Zitrusduft. Den trägt man auf Capri. Das ist so ein Süditalien, ein gutes Wetter, gute Vibes, paar Loafers. Ich hätte Zitrone. Du beißt rein, das riecht das. Danach riecht das. Ey, das ist sehr geil. Boah, das ist sehr, sehr geil. Das würde ich gerne in groß haben. Das ist sehr geil. Das gefällt mir. Auf jeden Fall, das gefällt mir. Das ist sehr geil. Ich sag... Ey, dieses Pur Oud, das ist jetzt kein Sommerduft von Louis Vuitton, dieses teure, das ist kein Sommerduft, aber ich bewerte das wirklich ein 2 aus 10. Das ist wirklich, Ja, ich würde ihm fast sogar sagen, also wenn das der Bachelor hört, bei ein paar Düften muss ich dran gewöhnen, weil ich habe auch selber Düfte, die ich vor einem Jahr extrem kacke gefunden habe, aber es ist wie so, ich weiß nicht, ob der gute Mann Alkohol trinkt, aber ich trinke auch gerne Wein. Und bei teurem Wein, man schmeckt immer mehr raus. Der Gaumen wird immer besser. Man hat einfach auch diese Erfahrung, gleich auch bei Düften. Die Nase muss halt einiges gerochen haben, damit du ein paar Düfte appreciaten kannst. Sergio Torino 21, 3 Liter. Der ist ein Banger. Ich habe Naxos mal probiert. War okay, war nicht so. Der ist Banger, der wird ihm gefallen. Krass. Accento fand ich aber krass. Und jetzt Sergio Torino 21. Das ist ein Banger, der riecht sehr, sehr schön nach so ein bisschen Mojito, ein bisschen aquatisch, sehr geil. Mods, könnt ihr mir den schicken, damit ich das on the screen mal vielleicht zeigen kann. Sergio Torino 21 probieren wir jetzt. Das soll jetzt auch ein krasser Sommerduft sein. Sergio Torino 21. Torino ist eine Stadt in Italien. Ich weiß jetzt nicht. Ja, Torino, also die Geschichte hinter dem Parfüm, es gibt jedes Jahr ein großes Tennis-Tournament. Ich glaube auch schon länger und es ist in der Stadt Turin, also ich glaube, jeder von euch hat schon mal von der Stadt Turin gehört. Und deswegen, weil Xerjov ein Partner von diesem Tournament ist, bringen die jedes Jahr einen Duft raus. Es gab Torino 21, oder der erste, 22, 23, dieser kommt 24 raus. Ich weiß nicht, was das jetzt mit Sommer zu tun hat, aber, ups. Der ist crazy. Oh mein Gott. Der Shit ist nicht echt. Ja, ja. Ich dachte, diese arabischen Düfte sind die krassesten. Sommerdüfte sind crazy. Ist krass, also die Sache ist, ich habe so eine gespaltene Meinung zu Bachelor, weil zum einen, ich bin jetzt nicht dieser normalste NPC-Influencer, der jetzt seine Meinung immer, sagen wir, hinter 10 Mauern verstecken muss. Ich gewöhne mich ein bisschen an den Jungen und zwar hat er so ein bisschen so diesen asozialen Touch, aber irgendwo ist es auch lustig. Ich bin nicht der letzte Uneducated, aber seine Sprache hat schon was, also ist schon witzig. Also ich möchte gar keine bösen Worte geben, zum Beispiel eben diese Reaction. Ich würde es niemals auf den Duft zu reagieren, weil ich halt irgendwo auch schon ein seriöser Mann bin, aber es ist schon witzig zuzuschauen, wie so der Junge so dumm geht wegen seinem Duft. Oh mein Gott, Link von dem Duft, das ist nur Bild. Ey, guck, so sieht Torino 21 aus. Von Sergio. Ja. Dankeschön an Rimo. Warte, ich muss nochmal mit diesen Acqua di Dings. Acqua di Parma. Acqua di Parma ist weniger stark als Torino, aber Torino. Ist auch günstiger, muss man sagen. By the way, diesen Torino 21, wir haben den gerade verlost. Wir haben den for free verlost an all die Member, an all die Leute, die in unserem Discord-Server joinen. Also der wurde verlost, also wir verlosen generell viele Parfüms, viele Items in unserem Discord-Server, deswegen unten vorbeischauen. Wir haben da wirklich die Deep Conversation über alles, Parfüm-Mode, sonst was, deswegen schaut gerne vorbei. Der ist richtig stark so, okay, weißt du, was ich meine? Das ist richtig stark. Ich kann mir vorstellen, dass das männlicher ist als Acqua di Parma. Aber wie gesagt, ich bin kein Profi. Wisst ihr, das riecht? Das riecht so, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass man das so im Club trägt im Sommer. Ich bin mir aber nicht sicher. Man riecht aber so ein bisschen, ich weiß nicht, ob tropisch gute Wort ist, aber... Auch ein bisschen zitrig, würde ich sagen. Ich weiß ja, nicht. Ist eben zitrisch, Mojito, aquatisch. Mich auch an, wenn ihr besser wisst, so, was die Duftnoten sind von Torino 21. Ey, wenn ihr mich fragt, Torino 21, 9 von 10. Die Düfte halten lange, das sind teure Düfte. Die halten zitrisch. Pi, Sommer ist immer tough. Okay, dann habe ich jetzt Louis Vuitton Afternoon Swim. Das hier und... Das ist auch ein Klassiker, aber der hält wirklich. Der hält vom Badezimmer... In die Garderobe, wirklich. Der hält vom Badezimmer
zur Tür. Pacific Chill soll anscheinend die krassesten Parfüm. Der hält von 12 bis Mittag. Für den Sommer sein. Ich bin gespannt, Chat. Also, Louis Vuitton, Afternoon Swim, bitte ein Bild davon. Der Shit ist krass. Der ist. Diese Reaction meine ich so. Ey, es ist authentisch. Also, man muss den Jungen lassen. Also ich könnte mir den Privates nicht reinziehen, also sagen wir, ich könnte es halt nicht mehr am Abend auf Twitch den Bachelor Baby reindrücken. Aber ich denke, der reicht schon die Jugend. Also ich glaube, heutzutage vor allem ist die Jugend halt sehr gespalten. Man hat auf der einen Seite so sehr so dieses so linken, woken, überkorrekten, Maskulinität, Männlichkeit muss verschwinden. Das ist ein Zeichen des Patriarchats, dies, das, Ananas. Also wirklich, da bekomme ich nur Gänsehaut, wenn ich sowas schon höre. Und auf der anderen Seite haben wir also Leute wie ein Bachelor Baby, der jetzt sagen wir ein bisschen gegen die Norm schwimmt. Ich würde mich irgendwo dazwischen positionieren, aber auch eher in, sagen wir, in diese Kategorie, im Bereich Meinung, weil ich selber, ich bin halt ein klassischer Mann. Ich war im Militär, ich habe jahrelang Leistungssport gemacht. Deswegen, ich kann schwer was anfangen mit dieser Unge, Twitch-Blase. Ist einfach nicht mein Brot, aber ist auch mein Recht, muss ich sagen. Auch nicht so stark wie Torino21, ich würde den so wie Aqua di Parma eher sagen. Aber ich spüre bei denen ein bisschen Orange, würde ich sagen. Es wäre krass, wenn da wirklich Orange drin ist. Das riecht sehr geil. Warte, wie heißt das? Afternoon Swim, ne? LV Afternoon Swim. Ich will wissen, ob das so diese Duftnoten sind. Ich sag Orange. Okay, Zitrus. Ja, Mandarin-Orange, genau. Oh mein Gott, ich hab's erraten. Aber es sieht auch Longevity. Longevity 6,2. Oh, warte. Ja. Orange. Hier, 6,2. Bodenlos. Besser, ich werd langsam bonelos. Zu Jeremy Fragrance. Pause. Hey, vielleicht steht für mich eine Parfümindustrie bald so. Weißt du, was ich meine? So, ich hab diese Nase. Ey, ich hab die Orange gehört. Ja. Er hat eine große Nase auf jeden Fall. Boah, das ist eine geile Orange. Ey, das gefällt mir. Das ist eine geile Orange. Ernst, das riecht wie eine Orange. Kranke Orange. Chat, ey, willst du wie eine Orange? Ja, so also dieser Duft, also by the way, ich sag immer, wenn man sich's leisten kann bei so Düften, schau, das Problem ist, bei Düften, die es nicht lange halten, es ist kein Problem, weil du musst einfach immer nachsprayen. Sagen wir, ein Duft, der 2 Stunden hält, der muss dann nach 2 Stunden nochmal zack, 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 zack. Und das macht man halt so 5-mal am Tag, damit er seine 10 Stunden hält, aber das ist halt vom Preis-Leistungstechnisch nicht so geil, weil wenn du noch ein junger Typ bist, eben auch so ein Bachelor, der ist ja auch so 18, 19, dann würde ich seinen Duft nicht empfehlen. Versteht, was ich meine? Orange riechen? Kauft ihr den Scheiß? Afternoon Swim. Okay, das war der erste Pack. Parfüm de la Bachelor. Ey, Eau de Twink. Eau de Yogurt. Wann kommt das mal raus? So, nächste Pack. Yogurt. Nächste Pack. Da sind 5 drin. Tonka. Tonka ist nicht für Sommer. Bachelor kann Würmer riechen. Okay. Ist da Quark in der Dose? Check dir von, ich weiß nicht mal von, was sie sprechen. Jörg Quarker, so. Ich habe ein Englisch C1-Diplom, aber ich kann das echt nicht entziffern. Der Traum mir Pacific Chill ist krank. Hast du Pacific Chill? Ich habe das hier drin. Typ Quark. Okay, Chat. Die nächsten 5. Da ist sogar was von Montale, Chat. Ich weiß nicht, ob das Sommerduft ist. Oh, ich hab Sergio of Torino 21 sogar 2-mal geholt. Valid. Ich hab den Shit 2-mal. So, Montale Infinity. Ich weiß nicht, ob das für den Sommer ist, aber ich hab's mir. Ist eigentlich so ein Kirschduft. Das einfach so geholt, weil ich da noch ein bisschen Cash hatte. So, Montale Infinity ist Montale ein Kirschduft. Infinity. Ich glaube, das ist nicht für Sommer, doch. Okay, aber wir können das ja mal. Sommerabend. Probieren, weil jeder von euch kennt Montale, Arabian, Tonka. Riecht nach Kirsche. Boah, Infinity ist geil. Tonka ist geil. Infinity ist auch geil. Ja, eben Montal, ich bin mehr der Mancera-Fan, also das ist ja die Tochterbrand von Montal. Ja, gefällt mir einfach mehr. Und Blue Matcha Chat. Montal Blue Matcha sagt. Infinity drückt aber derbe. Was heißt drückt? Boah, gefällt mir. Ich weiß nicht richtig, nach was es riecht. Ist auf jeden Fall geil. Wir können auch immer nachschauen, um es schlauer zu machen. Montale Infinity. Boah, das riecht richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Gefällt mir richtig. Ja, genau. Der kam auch letztens raus. Der kam, glaube ich, vor ein, zwei Jahren raus. Sehe ich. So ein bisschen so auf den. Leather und so Wood. Tonka Bean auf jeden Fall. Und diese Cherries. Ja, Fruity. Ja, es riecht. Ja, ist preis-leistungstechnisch, kann man nicht sagen. Also bei Montal. Die Sache ist, es stört mich, dass sie halt alles so synthetisch sind. Also man sieht auch sogar hier, die Synthetik wird erwähnt. Ist einfach nicht ganz mein Film, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall so. Warte, ich habe vergessen, hier Noten zu geben. Aber man kann auch nicht erwarten, einen 100-Euro-Duft zu haben, der so krass riecht und der halt nicht mal die Inhaltsstoffe, die richtigen hat. Versteht ihr? Weil die Sache, was viele nicht verstehen, nur schon ein Inhaltsstoff wie Safran. Safran ist so teuer.
den kannst du nicht, du kannst dich in einem 40 Euro Zara Dupe von Baccarat Rouge Safran erwarten. Das ist einfach, es ist wie wenn du in McDonald's gehst und du erwartest ein Beefsteak in deinem Burger oder sagen wir bestes Rindfleisch vom Metzger, vom Local Metzger, das geht einfach nicht. Da muss man einfach so ein bisschen so rational denken und deswegen ist gar nicht böse gemeint. Aber wenn man zu McDonald's geht, dann erwartet man auch McDonald's. Und Swim gebe ich, Afternoon Swim, die Orange, gebe ich eine 8,5 von 10. Ja, fair. Okay, jetzt geht's weiter mit den Sommerdüften. Und zwar einer, den richtig vielen gefallen wird. Louis Vuitton Afternoon Swim. Ist auf jeden Fall sehr tough, habe ich gehört. So, mal gucken, ob das nur Hype ist. Und bin ich behindert? Oder Afternoon Swim. Nein, das hat... Hat er nicht gerade... Hä, ich war auch schon gerade so. Ich ja schon. Ich war auch gerade so, hä? Afternoon Swim hat... Ah, ich habe das einfach zweimal ein bisschen slow. Spirit of Dubai Turat. Ich weiß nicht, ob... Boah, was... Was ist das für ein Korn? Das ist ein Lederduft? Also Spirit of Dubai ist so dieser klassische, wie man vom Namen hört, ist eine Brand aus Dubai, aus den Emirates. Weit, weit weg. Also es ist ein Sommerduft für Dubai, aber kein Sommer, also für diese Scheich-Type of Guys, die gerne 10 Meter weit riechen, aber... Ob das sommerlich ist, aber das wurde mir empfohlen von den Mini-Flakons, Jungs. Kann ich auch mal probieren. Spirit of Dubai von Urat TH. Oh mein Gott! 10 aus 10. Der ist crazy. Ey, wenn du den trägst, du hast direkt Aura. Na. Ja, der riecht halt, wie schon gesagt, 10 Meter weit. Ich hab schon mal jemanden gerochen, der nach dem gerochen hat. Ich dachte mir, das ist crazy, ich kann mich dran erinnern. Boah, der ist krass. Na, Spirit of Dubai. Wisst ihr, man muss auch einfach hier Shoutout geben, eben zum Beispiel Bachelor, wie viel Follower hat er? Der Junge, weil der hat gerade auch recht Hype, der hat 35.000. Der erreicht schon viele Leute. Versteht ihr, so viele Leute, das Video hat jetzt 12.000 Aufrufe. Und viele Leute haben halt jetzt auf einmal diesen Bezug zu Parfüm neu entdeckt für sich. Weil eben ich bin zum Beispiel ein Nischenparfüm-Typ. Also bei uns bekommt ihr wirklich krasse Insights, Tipps. Oder auch Reviews zu Düften, die wirklich wenige Leute kennen. Aber die Düfte, die sind alles so, kennt man. Ich muss mal gucken, wie viel der kostet. Ich werde auch am Schluss auch wieder ein paar Geheimtipps geben, damit auch vielleicht Bachelor sich die holen kann. Oder auch ihr euch mal reinschauen könnt. Das ist richtig krass. Ey, wenn du den hast, du riechst richtig reich. Ernst. Du riechst wirklich crazy. Warte, Turat. Plus wie viel Aura? Unlimited. Der Shit ist krass. 255 Euro für 50 Milliliter. Ist auf jeden Fall teuer. Aber der ist... Okay. Was habe ich in den letzten Pack? Also das ist der letzte Pack und da sind noch 4 Geschenke. Riech mal ein bisschen Kaffee. Ich sage euch ehrlich, Spirit of Dubai kann sein, also meiner Meinung nach, ist schon sehr krank. Krass, hätte ich nicht erwartet, dass es dem so gefällt. Weil das ist auch so wie so If You Know You Know Duft. Und der ist sehr stark. Duft für Winter. Also ja, eigentlich nicht für Sommer. Für Sommer ist, glaube ich, zu schwer. Der ist krass. Der ist krass. Boah, der ist krass. Okay, Chat. Ich habe hier noch 5. Warte. Chat, bitte keine Slow Emo. Bin ich dumm? Nautica Voyage geschenkt, schreiben die drauf. Okay, Louis Vuitton Pacific Chill Chat. Ja, das ist ein Duft, den habe ich selber zu Hause. Habe ich mir im Winter gekauft für diesen Sommer. Gleiches Problem, wunderschöner Duft. Da ist so eine schöne Pfirsich-Aprikosen-Note drin. Aber der hält halt wirklich weniger als ich in der ersten Runde in der Kiste. Pacific Chill, der wird auch dumm gehypt. Dumm gehypt. Ja, Pacific Chill. Okay, Remus am Creamen. Davon habe ich 5 Milliliter. Sehr gut den Sommer ausgechattet. Gott, na was riecht das? Boah, der ist stark. Der riecht sehr fruchtig. Weißt du, fruchtig, aquatisch. Da riecht ein bisschen süß. Kiwi oder so? Boah, der ist krass. Kiwi, Mango, irgendwie so. Na, ich muss das nachschauen. Boah, der ist crazy. Warum riecht der so krass? Pacific Chill. Warte, ich muss wissen. Na, was riecht der? Einfach nach jede Frucht riecht das. Zitrone, Orange, Pamint, Aprikose. Ja, Aprikose. Sowas. Aprikose, sowas meinte ich. Ja, Facts. Boah, krass. Duft so hart, er macht Hände hoch. Weil die sind noch nicht lange im Game. Ich glaube, die sind im Parfüm seit 2019. Ich glaube, um diesen Dreh haben die angefangen, 18, 19. Diese Louis Vuitton Pacific Chill und Afternoon Swim und Torino 21 sind crazy. Okay, was ist jetzt? Initio Oud for Greatness, das glaube ich auch nicht für Sommer. Nein, Initio Blessed Baraka, ich weiß nicht, ob das... Und auch nicht für Razazi Sommer. Razazi Hawass for Him. Das ist, Razazi Hawass ist so ein, das ist eigentlich so einer der besten cheap 30, 40 Euro Sommer- oder Allround-Düfte. Also das ist wirklich so ein Klassiker. Also den hat jeder mal, den muss man mal gerochen haben. So. Der ist wirklich ein Klassiker. Nautica Voyage. Nautica Voyage ist safe für Sommer. Chat, kennt sich einer mit Nautica Voyage aus? Ja. Ist das gut? Bin gerade deswegen am Joghurten. Okay, Nautica Voyage. Nautica Arsch. So sieht das aus. Wie viel kostet das eigentlich? Oh,
Damn! Na, das ist gut. Boah, das ist sehr, sehr frisch, Chat. Wisst ihr nach was? Das riecht so nach Shampoo. Als ob du gerade aus der Dusche gekommen bist. Es ist ein guter Aftershower-Duft. 20 Euro? Ich schwör mal, das ist so billig. Ja, ja. Nautica Voyage. Wenn das so billig ist, ich hol direkt. Oha! Ja, ja, kostet nix. 25 Euro? Das ist sehr geil dafür. Das Jeremy Fragrance dein Lieblingsduft. Das ist sehr geil, Chat. Also für den Preis, wirklich für den Preis kann man echt nichts sagen. Also gar nichts. Nach so geile Dusche, ey. Provin Nautica Voyage. Hey, das ist gut. Chat, hatet ihr drauf? Hab das benutze für Gym, das valid. 20 Minuten Haltbarkeit. Wie hat die 1 Milliliter Probe davon gekostet? Keine Ahnung. So, ich habe jetzt noch ein paar Parfüms. Triskele, das habe ich geschenkt bekommen. Einfach so, das habe ich nicht bestellt. Mal gucken, wie das so riecht. Also, alle sind geschenkt bekommen, aber das ist so extra. Also, ist das für Sommer? Kennt sich einer aus? Triskele, ist das für Sommer? Ich kenne gar nichts. Das Ass? Also, das riecht gut, aber eher Winter, Frühling. Ist okay, aber es ist nicht so... Ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll. Ist frisch auf jeden Fall. Ist frisch. Riecht frisch. Okay. Kenn ich nicht. Kann keine Meinung geben. Ich so eine 7 aus 10. 6,5. Warte, ich kurz. Crazy Parfüm für Sommer. Auf jeden Fall Louis Vuitton Afternoon Swim. Und Pacific Chill. Und Torino 21 von Sergio. Sehr krass. Okay, wir machen weiter mit den Geschichten. Louis Vuitton Myriad. Ich probiere das mal. Hä? Leer. What the fuck? Schick dem Jungen einfach ein leeres Parfüm, das ist crazy. Ja, na. Ist da was auf dem Pipe oder so? Oder? Hey, das kann doch nicht leer sein, Chat. Hölle? Ah, nein. Da war was hier drin. Wisst ihr, ich meine, in diesem Pipe. Aber Hölle. So. Riecht aber geil. Louis Vuitton Myriad. Ich glaube, das ist auch so ein Oud-Parfüm. Guck mal, wie meine Nase sich verbessert hat. Guck mal. Myriad. Guck jetzt, wie meine. Ah, ist eigentlich ein Frauenduft. Was sage ich, Chat? Also ist nach meinem Wissen ein Frauenduft. Was sag ich? Ey, ich bin Parfüm-Profi geworden, Chat. Riecht gut, aber Oud halt ist nicht so besonders. Oud ist zwar teuer zum Herstellen und so, habe ich gehört. Aber es catcht mich. Ist für Frauen, glaube ich, oder? Nein, ist Unisex, aber ist pink. Es ist okay, ist nicht schlimm. Ist so eine 7. Riecht gut. So, jetzt Louis Vuitton Limensite. Ich weiß auch nicht, ob das für Sommer ist, aber... Limensite, das ist ein sehr, sehr cooler Grapefruit-Duft. Also der geht in die Richtung von, wie heißt noch mal, dieser Tiger von Bulgari, aber halt auf eigene Art und Weise. Also ich liebe Grapefruit-Düfte. Ja. Ich habe jetzt gerade den Roger Burlington auf mir, auch ein top Sommerduft. Jeremy oder was? Das soll krass sein. Wie jetzt? Limensite. Ich weiß nicht, was Limensite ist. Irgendwas Großes oder... Oder hat das was mit Zitronen zu? Okay, das ist voll. Okay, valid. Keine Ahnung, warum der einen leer von Limensite Chat. Der ist auch so frisch, aber der ist geil. Der ist sehr geil. Ich sag so eine... Der ist sehr maskulin. Also der Duft, der ist wie so ein maskuliner Duft. 8 von 10. Limensite von Louis Vuitton. Ja. Das ist geil. Warte, ich will wissen... Aber der ist nicht so speziell. Also nur schon diesen einen... Es gibt so einen Dupe von dem. Und der kommt sehr nah an den Rand. Dieser, wie heißt es nochmal? In so einem Flakon, der ist so... Boah, ich habe den Namen vergessen, leider. Was das für eine Duftnote? Ich sag irgendwas Frisches. Louis Vuitton Limensite. Ich werde gerade besser, ne? Ihr merkt. Ja, fresh. Grapefruit. Fresh, zitrig. Ja, so hätte ich auch gesagt. Grapefruit. Das ist geil. Oha. Meine Nase wird wirklich besser, Chat. Beim ersten Video, ich habe die ganze Zeit nur gesagt, boah, das ist krass, das ist fresh. Jetzt, ich rede ein bisschen Fachsprache. Ja, muss man ihm lassen. Also der hat auf jeden Fall schon mehr Eier, um zu sagen. Und ey, ich heb ab von euch. So, was ist das hier? Wieder Atelier Materie Haute Parfumerie France. Haute Parfumerie, that's crazy. That's crazy. Iris Ebene? Dieser eine Homie im Französischunterricht, der wirklich die Hausaufgaben nie gemacht hat. Eau de Parfum. Iris, wir probieren mal Augen. Ey, wenn das nach Auge riecht, ich kotze kein Auge. Iris. Okay, Chat, come on. Okay, wie hab ich das? Man denkt, ich hab das angejitt. Guck mal, wie meine Nase funktioniert, Chat. Warte kurz. Zitrisch und fresh. Riecht auf jeden Fall gut. Frisch und zitrisch, okay? Guck mal jetzt, wie meine Nase sich verbessert hat, Chat. Ich weiß nicht mal, wie dieser Parfüm heißt. Atelier Iris Ebene. Guck mal jetzt. Stehen hier keine... Oh, meine Nase ist gefüllt. Wow, wie traurig, dass sie gerade angehört hat. Das riecht nicht frisch, das riecht ledrig, pudrig, holzig. Meine Nase ist gefüllt. Digga, ich habe bis jetzt alle richtig erraten,
außer diesen. Ja, das hat schon langsam richtig Nischenparfüm halt, muss man sagen. Aber doch, jetzt, da ich das gelesen habe, ich schwöre auf alles, das ist kein Placebo-Effekt. Das riecht wirklich ledrig. Ich war am Trippen. Oder vielleicht habe ich zu früh dran gerochen. Wisst ihr, Parfüm muss ich ein bisschen einfüllen. Doch, ich check. Ledrig. Ich schwöre auf alles, ich sag das nicht jetzt, deswegen. Das riecht die Joko. Asasi Havas for him. Die Jungs von Mini Flacons meinten ein TikTok, dass das deren Lieblingsparfüm ist, was ich bestellt habe. Also habe ich hohe Erwartungen, okay? Razazi Havas for him. Okay, Chat, Razazi Havas for him. Anscheinend soll das richtig krass sein. Maiko. Razazi Havas. Okay, ich lasse das erstmal. Okay, Gazuro hat schon einen Link geschickt damit. Auch, das ist auch ein Klassiker. Also Razazi Havas, das ist auch so ein. Das geht in diese Richtung von, wie ist doch mal, von diesem Nautica. Es ist halt ein sehr so ein cheapy Beast für den Sommer. Also legit, wenn du so 13, 14 Jahre alt bist, du hast weder Taschengeld noch ein bisschen Hustler, der ein bisschen Zeitung ausliefern möchte, das ist der Duft. Das ist das Havas vorhin. Das kostet, oha, 80 kostet Euro. Nein, das ist günstiger. Lass mich jetzt raten, darf nicht kacken, okay? Weil meine Nase hat sich wirklich verbessert. Hat mal 20 Euro gekostet. Na, also wenn der jetzt nicht frisch und zitrig ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also der ist frisch. Ich würde sagen, so wie ein Deo. Oder? Okay, wenn der jetzt nicht zieht, wie ein Deo. Frisch ist, dann ist mein Name. Okay. Ja, es ist wirklich, man sieht's. Okay. Fresh, fruity, lemon, Zitrone, okay. Ah, Apple, okay, gut. Ey, endlich. Ich habe von allen Parfüms ein falsch erraten. Aber da war auch nur, weil ich zu schnell gerochen habe. Ich hätte auch ein bisschen... Dankeschön. Auf jeden Fall Havas for him. Riecht geil. Ich würde nicht sagen, dass es eines der krassen Parfüms ist. So. Also Preis-Leistung ist halt top bei dem. Ich habe nur noch zwei da. Initio Blessed Barak. Was ist das hier für ein Name? Ich weiß nicht, ob das für Sommer ist. Ich glaube nicht. Das sind keine Sommerdüfte mehr. Kommt noch was? Weil sonst empfehle ich... So, meine Freunde, ich gebe noch kurz meine Empfehlung. Also zwei Düfte, die jeder von euch mal sich anhören sollte. Das sind sogar drei. Der Duft ist einfach ein Banger. Also no joke, es ist halt Uden Overdose. Es ist dieser Ingwer in Kombination mit Zitrone, Bergamot und ein bisschen Kaffee im Background. Es ist verrückt. Also no joke, er ist verrückt. Ich liebe diesen Duft. Dann als nächstes, Freunde, als nächstes ein Duft, den fast keiner auf dem Schirm hat, ist der Atkinson's Mint & Tonic. Es riecht halt wirklich wie Minze und Tonic, also wer gerne dieses so ein bisschen alkoholische Vibes hat, ich finde, der Duft ist ultra underrated. Also er hält zwar auch nicht so lange, aber Freunde, ihr wisst, es ist nur eine Frage der Sprays, wenn man wirklich reingeht. Ich finde einfach, der ist für Sommer richtig cool. Vor allem auch, wenn man so ein bisschen so diese, sagen wir, Old Money Ästhetik fühlt, der ist ein Banger. Habe ich auch schon einigen Freunden empfohlen gehabt. Und für die Bres, die wirklich den guten Batz in der Tasche haben und sich wirklich was leisten können, Roger Isola Blue oder auch Oligarch, wie man ihn kannte früher, das ist er. Das ist der krasseste Sommerduft. Einer der krassesten Düfte, den es überhaupt gibt. Ich finde ihn unglaublich krass. Kostet leider so 400-500 Euro für 50 ml. Aber der ist insane. Also im Bachelor auch für dich, wenn du es gehört hast, probier diese drei Düfte. Die sind wirklich sehr, sehr geil. Also ich liebe diesen Duft. Das ist eigentlich der, das ist, wie du sagen würdest, der Ultra Aura Giga Chat Top G Löwenduft. Er ist ein Banger. Deswegen, Freunde, schreibt gerne in die Kommentare, auf was wir nächstes reagieren sollen. Und bis zum nächsten Mal. Peace out, like, abo. Peace out.